Dieses Video ist zwar kurz, aber dennoch wirst du eines der wichtigsten Lektionen überhaupt im Trading lernen. Versprochen. Wir alle suchen immer wieder nach dem Heiligen Gral, dem perfekten Trading-System mit einer genialen Trefferquote. Doch die Trefferquote alleine, die sagt gar nichts aus, solange du nicht auch das Chancen- und Risikoverhältnis kennst. Du kannst eine Trefferquote von 99% haben und dennoch pleite gehen. Und du kannst mit einer Hitrate von 1% reich werden. Was du brauchst, ist ein gutes System, welches zum einen ein hohes CAV hat und zum anderen eine solide Trefferquote. Wie du das schaffst, das sage ich dir jetzt. Willkommen bei Kasparei Trading, ich bin Alex. Auf diesem Kanal, da lernst du sehr viel rund ums Trading. Nicht alles, worüber ich hier rede, das verwende ich auch tatsächlich selber. Bitte verstehe alle Strategien und Möglichkeiten nur als Ideen. Trade nichts davon mit echtem Geld einfach blind nach, sondern beschäftige dich zuvor intensiv mit den Inhalten und teste es mit einem Demokonto. Egal ob Aktien, Indizes, Forex, Kryptos oder Rohstofffutures, du kannst das hier vermittelte Wissen mit jedem Asset umsetzen. Bitte sei so fair und gib diesem Video einen Daumen und abonniere auch den Kanal, damit dieser auch weiter wachsen kann. Vielen Dank. Kleiner Hinweis, ich bin noch bis September im Urlaub, weswegen meine Videos etwas kürzer ausfallen und weniger aufwendig. Schau gerne mal bei Instagram vorbei, wenn du ein paar Eindrücke aus meinem Urlaub sehen willst. CAV und Trefferquote. Viele Trader, die wollen jeden Tag mit vielen kleinen Trades durch Scalping bzw. Intraday Trades ihren Lebensunterhalt verdienen. Und ich weiß, dass es auch einige schaffen. Doch damit du nicht zu der überwältigenden Masse von 95% derjenigen gehörst, die nur den Broker reich machen, zeige ich dir, was im Trading wirklich zählt. Es ist nicht das perfekte System, der geheimste Indikator oder der trendigste Markt. Es ist das Verhältnis zwischen deinem CAV und deiner Trefferquote. Wir alle wollen Verluste vermeiden, weil wir es psychisch nur schwer vertragen. Deswegen jagen wir immer wieder dem nächsten System hinterher, welches angeblich viel weniger Verluste macht. Doch Verluste gehören beim Trading dazu, diese können wir leider nicht gänzlich vermeiden. Ein durchschnittlich robustes System, das kann eine Trefferquote von 50% haben. Ist dein CAV dafür 2:1, dann wirst du je nach Trade-Frequenz damit irgendwann reich. Das ist eine mathematische Gewissheit. Wenn im Schnitt jeder zweite Trade in den Gewinn führt, dann ist deine Performance-Kurve genial. Und selbst wenn nach jedem Gewinn zwei Trades in den Verlust gehen, dann bist du immer noch Break-Even. Natürlich würden deine Orderkosten dein Konto belasten. Ist dein CAV nur 1,5:1, aber deine Trefferquote bleibt bei 50%, dann hast du auch kein Problem. Du bist profitabel und wirst damit langfristig Geld verdienen. Einfache Systeme mit einem soliden CAV-Trefferquotenverhältnis reichen aus. Doch was Trader immer wieder davon abhält, solche Systeme zu verwenden, ist eine Verlustserie, welche angelaufene Gewinne temporär wieder vernichtet. Man verflucht das System und springt zum nächsten Ansatz. Trading ist aber kein Geschäft mit festen Garantien. Man muss immer wieder Rückschläge verkraften. Immer zwei Schritte vor und eins zurück, das ist leider nicht immer der Fall. Manchmal sind es auch 10 Schritte zurück. Deswegen ist aber das System nicht hinfällig. Die Frage ist, wie es langfristig performt. Doch wenn man es nicht schafft, diese Verlustserie auszuhalten, emotional und auch monetär, weil das Risiko pro Trade zum Beispiel zu hoch gewählt wurde, dann ist man raus aus dem Game. Was ist die Lösung? Du kannst ein deutlich höheres CAV verwenden. Kombiniere dafür zwei verschiedene Timeframes. Wenn du zum Beispiel auf dem Stundenchart eine Situation erkannt hast, die man handeln kann, zum Beispiel einen Trend, Widerstand, Unterstützung oder irgendeine Chartformation, dann versuche diese auf einem kleineren Timeframe zu handeln. Du suchst also auf M1 bis M15 nach möglichen Einstiegen. Du sicherst deinen Trade nach den entsprechenden Kriterien auf dem kleineren Timeframe. Aber dein Take-Profit, den suchst du nach Kriterien auf dem H1 oder H4 Chart. Dein CAV, das wird standardmäßig bestimmt über 5:1 sein. Aber ja, deine Trefferquote wird natürlich leiden. Du wirst mehr Verluste machen, ganz klar. Dein Take-Profit ist schließlich viel weiter weg. Aber weißt du eigentlich, welche Trefferquote du bei einem CAV von 5 benötigst, um keinen Verlust zu machen? Du brauchst lediglich eine Hitrate von 16%. Nach einem Gewinn, da kannst du 5-mal im Verlust enden, ohne Minus zu machen. Wenn du es schaffst, ein System zu entwickeln, welches 20% deiner Trades im Gewinn schließt, bei einem CAV von 5:1, dann kannst du damit reich werden. Aber wenn ich jetzt ein Video machen würde und auf dem Thumbnail 20% Trefferquote draufschreiben würde, was glaubst du, wie viele das Video anklicken würden? Und ganz nebenbei hat ein Trading-System mit einem hohen CAV auch den Vorteil, dass du nicht den ganzen Tag am Bildschirm sitzen musst. So eine Distanz von Entry zu Exit, die schafft man selten in wenigen Minuten. Das heißt, dein Trading wird zeitschonender und entspannter und du reduzierst Overtrading. Und falls es für dich noch viel relaxter sein soll, dann betrachte den Tageschart und suche nach handelbaren Formationen, trade aber auf dem H1-Chart. Es ist dasselbe Spiel, nur eine Etage höher. Das ist ja das Tolle beim Trading. In jeder Größenordnung passiert genau das Gleiche, egal ob Minutenchart oder Monatschart.
Und für die besten CAVs, da planst du deine Trades auf dem Wochenchart und handelst auf dem Minutenchart und tradest CAVs von 100 zu 1. Alles kann, nichts muss. Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe, dir hat der Inhalt gefallen und du konntest etwas Neues lernen. Falls du jemanden kennst, dem das Video auch helfen könnte, dann teile es ihm doch einfach. Schreib mir auch einen Kommentar, wenn du magst. Ich werde dir auch garantiert antworten. Hab eine tolle Woche und bis zum nächsten Video.